Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Kimbern. Und im letzten Teil haben wir den Hinterhalt gelegt. Das Gefecht habe ich dann undankenswerter oder dankenswerterweise automatisch gemacht. Ich will nicht immer alle Gefechte führen, das versteht ihr sicherlich auch. Das Erste, was wir jetzt heute machen, ist, wir kommen mal mit der Armee hier zurück. Und, ja gut, ich meine, so schwach ist diese Armee jetzt auch nicht, ne? Er wird sich ohnehin zurückziehen, wenn wir angreifen, weil unsere Garnison hier mitmachen würde, ne? Sehe ich zumindest so. Ach Gott, die Garnison ist aber echt mega angeschlagen. Warum das denn? Ja, jetzt müsste ich mal wissen, wenn wir das jetzt... Ah ne, der haut auch gar nicht ab. Okay, gut, ja dann... dann machen wir einmal Kasala. Sollen wir jetzt auch Sklaven nochmal gefangen nehmen? Sonst kriegen wir wieder so eine asoziale Sklavenrevolte, ne? Das müssen wir irgendwann auch noch machen. Oder bedenken, auf jeden Fall. Mhm. Also er könnte auch angreifen. Die Armee ist halt noch super fresh, ne? Was weg ist, ist dann weg. Und dann kann er eigentlich hierhin durchstiefeln, ne? Der steht sowieso ein bisschen... Naja gut, ich meine, der wäre jetzt auch nicht... Der würde jetzt auch nicht so lange brauchen, bis er durch ist. Ach, da gibt es sogar hier, guck mal. Da gibt es sogar noch Söldner. Fernkampf-Söldner. Samatoi Hippotoxotoi. Toxotai. Ja, genau. Berittene samatische Bogenschützen. Die sind natürlich deutlich teurer. Momentan jetzt auch nicht so die Truppe der Wahl. Mit dem könnten wir hin. Wir haben Sommer. Aber der wird dann einmal hier überwintern müssen. Das ist natürlich eher nicht so praktisch, ne? Da wäre es dann besser hier über den Seeweg, ne? Das geht schneller. Vielleicht machen wir auch das. Machen wir mal davon abhängig hier, wo er steht. Okay, pass auf. Dann einmal Übersicht. Okay, der Typ steht hier. Können wir den assassinaten? Geil. Okay, cool. Dann ist die Armee da auf jeden Fall auch schon mal weg und dann rekrutiert ihr keine Truppen. Das ist bestialisch gut. Das ist verdammt gut. Okay. Wie lange brauchst du denn so, bis du wieder voll bist? 2 Runden. Das heißt also, hierhin ist der... Das ist der Super Spot, wo der hingehen kann. Und der müsste wieder zurücklaufen. Naja, gut. Ist das denn schlecht? Das würde aber trotzdem passen. Er könnte trotzdem da durchlaufen. Mit den Bogenschützen hat er 17 Einheiten und er könnte ja auch noch Einheiten rekrutieren. Welche Einheiten gibt es hier? Die gleichen Bogenschützen. Heißt also... Ja, 2 Einheiten rekrutiert er, ne? Eigentlich eher easy. So, und dann also go. Genau. Ist egal, ne? Weg ist weg. So, einmal ein Gruß an die Würmer. Die Armee hat jetzt Stufe 5. Dann verbessern wir auf jeden Fall halt nochmal die Fernkämpfer. Wir verbessern auf jeden Fall nochmal die Bewegungsreichweite. Wir verbessern auf jeden Fall nochmal den Nahkampfangriff. Und dann läufst du hier runter. Ah, du kannst auch hier oben lang laufen, das ist ja auch geil. Das ist auch nicht schlecht. Das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Zeig mir erstmal, was der da unten für... Oder muss ich sehen, ob er hier Truppen hat? Was ist der wichtigere... Was ist jetzt die wichtigere Info? Ach Leute, ich mag dieses Rumüberlegen. Okay, was ist jetzt die wichtigere Info? Zu sehen, ob er hier Truppen hat? Oder hier, wo wir ohnehin mit 2 Armeen schon gewissermaßen direkt in seiner Nähe sind.
Der Fahrermund. Der bekommt natürlich hier identische Boni. Das ist der General in Rugion, okay. Ah, ja, wir müssen noch die Schwester hier adoptieren. Genau, adoptiere die mal bitte. Danke. So, können wir gleich nochmal gucken, ne? So, sagen wir mal, der hätte jetzt in Istros noch eine Full Stack stehen. Ist das irgendwie schlimm? Nein, eigentlich nicht. Also schlimm ist es nicht. Schlimm ist es nicht. Sagen wir, der hätte hier eine Full Stack stehen. Dann würden wir wissen... Wenn, also es ist wichtiger zu wissen, ob er eine Fullstack hier stehen hat. Ich komme halt nicht ganz bis hin, aber von der Sichtweite reicht's. Ja, weil dann kann ich nämlich planen, ob ich mit ihm nach Süden muss oder nach Westen. Okay, er hat also nichts hier drin. Natürlich nur wieder ein Stufe 3 Rekrutierungsgebäude, wie man das halt so kennt, von jeder Siedlung. Wird also auch nicht reichen, dann nur mit einer Armee anzugreifen, ne? Das heißt also, wir müssten es schon mit zwei Armeen machen. Und damit wir das auf jeden Fall hinkriegen, kommst du hier hin. So. Das würde wahrscheinlich sogar mit ihm gehen. Alleine. Und du läufst jetzt hier hin nach Istros. Da ist eine Truppe drin. Okay. So, wir greifen jetzt ihn hier an. Und stechen den auch nochmal ab. Und kommen jetzt hier hin. Angriff, Fernkampf, Nahkampf. Der rekrutiert auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zwei Einheiten mehr sind 11 Einheiten. Ist natürlich so ein bisschen suboptimal, aber ich würde schon sagen, merge mal die Truppen hier. Und merge mal die Truppen hier. Und dann holen wir uns noch zwei Einheiten hinterher. Und warum nicht nochmal diese zwei Speerkämpfer? So. Wir könnten angreifen, aber das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 drin sind 21 Einheiten. Naja, also... Und die ist angeschlagen, die Garnison. Mhm. So, wir haben Istros zurück und die Kutini sind down und du verschimmelst hier. Das ist auch optimal. Es könnte also sein, dass er noch hier hochgeht, um Belz zu verteidigen. Dann ist für uns aber auch der Fall klar, dass wir... Ja, wir müssen hier rüber. Sozusagen, so. Ne? Das ist der Lauf ungefähr. Und zwei Speerkämpfer nochmal für dich. Beziehungsweise ein Speerkämpfer und Bogenschütze für dich. Minus 24 auf die öffentliche Ordnung. Schade, aber ist so. So, du stehst jetzt hier und wartest. Ja, das ist okay. Das ist okay. Die Frage ist aber, brauchen wir diese Truppen hier alle? Also wir könnten uns auch überlegen, diese Armee aufzulösen. Das können wir aber eigentlich sinnvoll erst entscheiden, wenn wir wissen, was hier kommt. Aus Samisegetusa. Wenn wir wissen, was von hier kommt. Und so lange sollten wir noch eine schlagkräftige Armee hier in der Nähe haben, zumindest. Ja, doch, das halte ich für ganz wichtig. So, Belz wird down gehen.
Und die neue Provinz fängt schon hier an. Dann schlage ich Folgendes vor. Ach, du kannst da gar nicht wassern. Das ist ja auch grenzwertig albern. 1, 2, 3, 4, 5 Runden. 6 Runden, weil wir einmal überwintern müssen. 7 Runden, weil wir wahrscheinlich zweimal überwintern müssen. Ist ja nicht erreichbar, diese Stadt. 1, 2, 3, 4, 5 Runden, wenn wir da einmal überwintern müssen. Das heißt also, sinnvoller wäre es, wir kommen direkt hier hin. Aber der Weg hier unten ist genauso lange. Das ist doch einfach nur noch Kacke. So, und wenn du jetzt... Stopp, aber wir könnten hier wassern, theoretisch, ne? Sind hier irgendwelche räudigen Piraten unterwegs? Sieht noch nicht so aus, ne? Okay. Und das ist eine kontrollierte Wasserzone. Das heißt, wir müssten hier Verstärkung bekommen. Ja. Mach mal so. Aber wir haben 100% Kampagnenbewegungsreichweite. Wir kommen in der nächsten Runde hier an Land. Und dann würde ich mal sagen, noch 3-4 Runden, bis wir in Kronos sind. Also geht auf jeden Fall schneller so rum. Dann ist das mit der einen Überwinterung ist nicht das große Problem. So, hier, Karlchen. Karlchen ist ja hier der Anführer der, ja genau, der Gegenseite. Ja, die haben immerhin noch so ein bisschen Einfluss, okay. Ja, aber Karlchen ist einer von den guten. Karlchen behalten wir. Karlchen kriegt nur irgendwann eine andere Armee, weil die Armee ist für mich eigentlich so aus meiner Sicht zu gut. Kann ich sehen, sind das Söldner? Hurrias Drutis. Hurrias Dugunthis. Mercenary Spearman Band. Mercenary Bear Warriors. Okay, also dann würde ich vorschlagen, auch die Söldner hier aufzulösen. Hired Longbow Hunters. Ja, Range ist identisch. Auch die auflösen. So. Der braucht nicht so eine riesen Armee und wir können dann so rum wieder ein bisschen mehr Geld machen. Es wäre ja eigentlich auch sinnvoll, noch eine Armee aufzulösen. Aber gut, okay. Beweg dich mal so langsam in die Richtung hier. Das ist unfassbar wenig Bewegungsreichweite. Auch ein bisschen komisch, aber okay. Gut, geben wir ihm noch, geben wir ihm noch einen Bogenschützen mit? 2. Und noch einen Speerkämpfer. 2. 3. So. Das sind nicht die teuren Einheiten, ne? Aber es ist besser, jetzt nochmal ein paar Einheiten zu rekrutieren, als dass wir nachher mit runtergelassener Hose irgendwo hier rumstehen, ne? Also es könnte ja auch immer noch sein, dass die hier durchlaufen und versuchen uns hier eine Burzis anzugreifen oder so ein Quark, ne? Gott, minus 1, Alter, ne? Öffentliche Ordnung so schlecht bei uns. Die Thunaras haben auch noch eine Tradition bekommen. Bessere Fernkämpfer, mehr Bewegungsreichweite, besserer Nahkampf und go! Guck mal, die Esti. Vollmundig wollen sie jetzt einen Friedensvertrag anbieten. Klar. Ja, dann ist dein Problem, ne? Oh, der ist jetzt in unser Gebiet reingestapft. Witzig. Eine neue politische Vereinbarung. Die Häuptlinge haben erklärt, dass einer stärker sein wird als alle anderen. Okay. Rebellion in Lugia.
Ist die Bewegungsreichweite in Lupfurdum so mies? Roughland, minus 10%. Und dann kommt da noch irgendwas anderes dazu. Noch mehr Roughland. Lupfodum. Askaukal ist das stacked. Oder? Das stackt, Leute. Yo. Und Rugion. Oh, das aber schlecht, ne? Das sollte, glaube ich, nicht sein. Der stackt, der Malus. Das heißt, du eroberst die Region und kannst dich immer weniger das ist aber nicht so geil. Da bin ich aber, da bin ich auch nicht so dafür. Das ist aber ungeil. Das ist echt ungeil. Das ist echt einfach nur ungeil. Ja, du kannst auch so, ja. Und dann ist die Frage, ob der da überhaupt irgendwas machen kann, ne? So, und jetzt sage ich Stopp. Jetzt sage ich Stopp. Wir rekrutieren diese Bogenschützen-Söldner. Belagern hier. Das schafft er auch alleine, ne? Das ist sehr, sehr interessant. Assassinate. Okay, willkommener Fehler. Naja. Wir müssen ja irgendwas gegen diese Rebellion da noch unternehmen. Und das könnte zum Beispiel diese Armee hier sein. Die kommt dann aber nicht ran. Ja, verteidigen könnte aber auch diese Armee hier. Okay. Mhm, okay, mach mal so. Du kommst zurück. Du bist auf dem Weg darüber. Und du tust so, als würdest du ihm Truppen von dir abgeben. Du greifst da an. Der Baggage Train hat's abgekriegt. Mal besetzen, danke. Ich meine, Revolte kriegen wir ja so oder so, das macht aber nichts. Ja, der Heimi ist auch da. Wird's ja auch so ein Rough Land Quatsch? Nee. Abreißen. So, ich stelle übrigens fest, das hier wird nicht mehr funktionieren, deswegen lösen wir den auf. Der braucht zu lange. Ja, okay, jetzt bin ich auch wieder schlauer. Habe ich rausgefunden, dass der Malus stackt und dann kannst du es vergessen, da irgendwann eine lebensfähige Armee aufzustellen. Okay, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Istros gehalten kriegen, ne? Ich würde aber sagen, wir bauen erstmal wieder einen minimalen Kapitalstock auf, oder? Es gibt nur plus 2 auf die öffentliche Ordnung. Und warum ist die hier nochmal so mies? Also sie ist jetzt besser, ne? Gebäude, ja. Brachialer Unruhemodifikator. Nicht cool. Hm.
Minus 2 Nahrung für plus 6 Ordnung und 4 Wachstum. Versuchen wir das jetzt nochmal für eine Runde. Hier können wir ja so lassen. Was haben wir hier nochmal? Ah ja, Gebäudezeit und Bauzeit. Und hier können wir keinen machen, weil die Anzahl der Edikte auch wie in der Vanilla-Version hier limitiert ist auf die Anzahl der Imperiumsstufen. Punkt, den ich jetzt nicht so gut finde, aber okay. Ja, komm du einmal hier runter und deck mir einmal auf, was da unten so los ist. Nimm mal du zwei Bogenschützen mit, genau. Ja, ich denke, er kann garnisonieren, er hat eine gute Truppe. Und der macht die, der macht der, ja, der Heinz Erhard macht den Aufstand platt. Und Karlchen kann mal seine Fraktion ein bisschen stärken von mir aus. Und dann, okay, pass auf, warte mal, bau mal hier noch einmal das aus. Ja. Ja, da haben wir es schon ausgebaut, ne? Und das Ding hier. Ja, hier bauen wir den Kackergraben und dann. Was machen wir hier? Macht Schiffe billiger. Und wir machen hier aber. Wir machen weniger Timber, aber mehr Geld durch die Industrie. Und hier. Okay, also das würde unsere, die Ressourcen zu erhöhen, das verbessert natürlich unsere, produziert Fische und Nahrung, erhöht das Banditentum, aber leider krass, ne? Da würde ich halt eher sagen, ja, hier die Fischerei, ja. Und wir schauen nochmal ganz kurz, wie sieht das denn kohlemäßig aus bei uns? Ja, wir lassen mal die Steuern noch ganz niedrig. Wir gucken mal hier rein. Handel. 1300, 1500. Wer kommt denn noch für ein Handelsabkommen in Frage? Katadascht. Lusitania. Die hier, ne? Be welcome. But may Athena strike us all dumb if we speak anything but truth in our deliberations. With these words, you bring joy to my heart and hope to my soul. My thanks. The guards will have me listen to you, but do not. You have spoken fairly, and I can accept for my people knowing. Tja, die Budini, die hassen uns, weil wir die Lugia platt gemacht haben. Aber keine Sorge, die Lugia hätten sie ja platt gemacht. Also von daher. So, jetzt guck mal. Achso, warte mal, stopp, das sehen wir in der Diplomatieübersicht besser. Hier. Importing, da. Producing Timber. Ne, dann sehen wir es doch hier in der. Da sehen wir es dann, ne? Also, wir exportieren 10. Oder was? 35? 15, 35, 10. Was? Hier. Da, Producing 10. Timber. Na, und jetzt? Ja. Keine Ahnung. 600 machen wir da. 319 machen wir nochmal hier. Also nochmal ein Tausender mehr. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, und jetzt? Was heißt das hier denn? Da steht jetzt nur Timber, weil die damit handeln. Ja, und wenn wir das halt exportieren, müssten wir doch mehr Geld kriegen eigentlich, oder? Das heißt also hier, die Produktion zu erhöhen, das ist doch eigentlich der schlaue Part, oder? Das wäre doch das Schlaue. Und hier auch.
So habe ich das doch verstanden, oder? Das da bauen wir später nochmal aus. Jetzt gehen wir erstmal nicht auf die Gebäude, die die öffentliche Ordnung schlechter machen, oder? Jetzt sind wir aber nur noch bei 73.000. Uiuiuiui. Die Adlerfedern. Was für ein schöner Name. Da hatte doch mal jemand vorgeschlagen. Schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Hier, mehr Munition. Wie war das nochmal? Hält ein Heer oder sowas, ne? War es doch. War es nicht so geschrieben? So, nächste Runde. Die gucken wir uns noch an und dann machen wir historische Hintergründe. Ist ja schon wieder ein bisschen her, ne? Beim letzten Part, der war auch wieder so lange. Ah ja. Guck mal da, ich hab doch sowas vermutet, ne? Machen eine platt. Naja, die pumpen halt. Ja, und da ist direkt der nächste Fullstack. Ja, ja. Die pumpen halt, die pumpen die Armeen da raus. Das ist einfach lächerlich. Also, sorry, ne? Das kostet ja auch einen Haufen Geld, diese Einheiten zu rekrutieren. Aber vielleicht haben wir ja jetzt die. Vielleicht haben wir jetzt die. Den nötigen Spaut, um hier dann zu sagen, so Leute, so jetzt, ne? Macht mal Frieden. Was? Okay. Wegen Winter kriege ich jetzt eine Nahrungsmittelknappheit oder was? Dann kriegt die keine Verschwörung. Okay, ja, dann machen wir das Gefecht selbst, Leute, und dann wird das alles besser. Und dann, ja, also, sorry, ich muss das noch so ein bisschen, ne? Ich habe die Mod noch nie gespielt, ne? Ja, ich habe es ja auch gesagt am Anfang des Playthroughs, ne? Ich lerne das jetzt auch so ein bisschen kennen. Und seht mir das einfach mal nach, dass ich mich da selber so ein bisschen drauf vorbereiten muss, ne? Und, ja, müssen wir. Ja, muss ich auf jeden Fall noch so die ein oder anderen Sachen bedenken dabei, ja. Okay, dann machen wir nämlich an der Stelle hier jetzt einen Cut, ne? Und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Ah, das ist echt so, guck mal, da hat er schon wieder zwei Fullstacks zusammengespachtelt. Das gibt's ja nicht, ne? Das ist einfach nur geisteskrank. Geisteskrank. Naja, vielleicht kriegen wir ja auch einen Frieden mit denen hin oder irgendwie sowas, wer weiß. Und du musst auf jeden Fall irgendwie dann zurück. Und hier, wo war es da, ne? Ja, das Edikt hier kannst du dir nochmal schön in die Haare schmieren. Was hatte ich denn hier? Na, und Wachstum und dafür weniger Einkommen von Farming and Livestock Income. Weniger kultureller Einfluss. Aber wir sind bei 90%. Interessanterweise übrigens nur bei 90%. So, dann nehmen wir das jetzt nochmal. Na, also bleiben. Das war doch das Edikt, was wir da ohnehin drin hatten. Ja, das lassen wir dann drin. Ah, warte mal, genau. Und jetzt erkenne ich auch, weil. Das gibt uns 3 Nahrung. So, die würden wegfallen. Ne? Dann hätten wir 6 Nahrung. Und dann würden wir hierdurch nochmal 2 Nahrung verlieren. Und weil dann Winter ist, verlieren wir nochmal mehr Nahrung und so. Ja, ja, okay, gut, ja. Weil Vorräte bilden und so, das ist nicht so unser Ding. Angeblich. Vermutlich, keine Ahnung. Aber es ist echt witzig, ne? Wie der immer so gezielt auf diese Spots angreift. Ne? Gezielt immer da, wo die Armeen geschwächt sind und so. Naja, okay, gut, alles klar. Wir sehen uns im nächsten Teil, machen jetzt aber nochmal ein bisschen historische Hintergründe. Pax Vobiscum Valete schon mal an der Stelle. So, wir sind wieder mit historischen Hintergründen da und ich will noch gerade auf den letzten Part der historischen Hintergründe eingehen. Als allererstes, ja, ich habe es jetzt nochmal nachgelesen, der
Kaiser, der die Auxiliartruppen als dauerhafte, also nicht die reinen Föderatentruppen, ne? Sorry, das war auch dumm von mir formuliert, der die Auxiliartruppen zur ständigen Garnison abkommandierte, das war Vespasian, also ja. Und der andere Punkt, der ganz interessant ist, der bezieht sich jetzt aber wieder auf die Föderati, das ist insofern nochmal, oder man lernt, also da habe ich noch einen Punkt nachzutragen, man lernt mit diesen Föderaten, man lernt was aus den Auseinandersetzungen mit Arminius und dem Marbot und dieser ganzen Konstellation mit den Kriegen, die Germanen gegen die Römer führen oder die diese germanischen Stammeskonstellationen gegen die Römer führen. Und deswegen reden wir heute da noch einmal drüber, denn später bekommen diese Föderatentruppen alle römische Kommandanten. Also das sind keine Stammeskönige mehr, die diese Truppen kommandieren, sondern es sind Römer. Man möchte nämlich vermeiden, dass die nochmal aufmüpfig werden oder dass die ein zu großes Machtpotenzial entfalten. Und dadurch, dass das Römer sind, die nachher kommandieren, gewöhnen die sich natürlich an den Dienst im römischen Heer und erlernen die römische Disziplin, sie lernen die Taktik, sie lernen die Manöver und so weiter. Und später führt das dann aber wiederum dazu, dass dann auch verdiente Heermeister sich verdient machen in den, ja, die machen sich verdient für den Kaiser und werden dann steigen dadurch in den Rängen auf. Später hat man eine germanische Generalität oder hat germanische Generäle und so weiter. Das gewinnt dann da natürlich nochmal an Bedeutung. Stilicho zum Beispiel und so, ne? Da reden wir dann auch über die Spätantike, da werden diese Heermeister wahnsinnig einflussreich. Jetzt, aber wie kommt dieser Lernprozess in Gang? Das ist eigentlich nämlich ganz interessant, denn ich habe das ja auch im letzten Part angesprochen. Die Germanen betreiben zwar seit Caesar eine Ethnographie, also man möchte die Germanen als Volk beschreiben, man interessiert sich für ihre Herkunft, man interessiert sich für ihre Kampffähigkeiten, man interessiert sich für die Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden. Aber merkwürdigerweise interessiert man sich gar nicht so sehr für die inneren Dynamiken. Und jetzt wissen wir aber aus den Auseinandersetzungen zwischen Marbot und Arminius zum Beispiel, dass gerade diese Dynamiken offenbar eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie friedlich oder kriegerisch sich jetzt diese germanischen Stämme oder Stammesverbände verhalten. Will also heißen, wenn man voraussehen will, wann es zu kriegerischen Handlungen kommt, dann muss man eigentlich diese Stammesstrukturen im Inneren kennen. Offenbar ist das gerade ein Lerneffekt gewesen, wo die Römer einfach auf einem Auge irgendwie ein bisschen blind gewesen sind. Lange Zeit zumindest. Diese Auseinandersetzungen werden zwar beschrieben, wenn jetzt beispielsweise Segestes schwere Vorwürfe gegen den Arminius erhebt und so weiter. Das berichtet man uns in den römischen Quellen. Aber die dahinterliegenden Strukturen und Motive, die bleiben doch weitestgehend unklar. Deswegen habe ich ja auch in Teil 9, glaube ich, war das am Ende der historischen Hintergrundinformationen, ja nochmal über den Arminius gesprochen und warum Ehre für den so wichtig gewesen ist. Damit er zu Ehre gelangen konnte, musste er eine außergewöhnliche Tat vollbringen. Er musste etwas Besonderes machen, etwas, was unerhört war, etwas, was ihn unvergleichlich macht mit anderen, nämlich die Herausforderung des römischen Heeres unter Varus. Und da kommen natürlich, Varus bringt sich ja selber in der Schlacht nachher um, er stürzt sich in sein Schwert, manchmal lässt man auch den Sklaven das Schwert halten oder so, aber naja, lass mal jetzt mal die genaue Technik da außen vor, sonst wird das Video hier nachher noch demonetarisiert. Was viel wichtiger ist, auch das ist eine besondere Konstellation, denn der Varus war ja vorher schon mal Statthalter gewesen. Das ist ja kein dummer Mensch. Also auch wenn wir jetzt sagen so, guck mal, ne, der hat sich da so blöd in den Hinterhalt legen lassen und so weiter. Ne? Also das sind keine dummen Leute. Der wäre nicht dahin gekommen, wenn der komplett unbedarft gewesen wäre. Der muss zumindest ja gewusst haben, dass so eine Provinz wie Germanien, dass die eine andere Herausforderung ist als, ich glaube, er war vorher in Syrien, dass das eine andere Herausforderung ist als Syrien. Dass man sich da
vielleicht nicht so gut die Taschen vollstopfen konnte, wie man das in Syrien konnte. Wobei es ja auch da, ne, immer mit einem, das war ja immer mit einem militärischen Risiko verbunden, so ein Statthalteramt überhaupt anzutreten. Aber, naja, fast immer, naja, mit wenigen Ausnahmen vielleicht, aber in der Regel mussten diese Leute ja vorher eine sehr genaue Abwägung machen, warum bewerben die sich jetzt genau um dieses Amt oder warum kaufen die sich in dieses Amt. Sind wir mal ehrlich, da lief in der römischen Antike lief ganz viel über Korruption. Man nahm hohe Schuldsummen auf, hohe Kredite, die man dann zurückzahlen musste, um dann eben das Geld aus der Bevölkerung rauszupressen und damit dann nachher auch einen Profit zu erreichen und dann nachher einen Cursus Honorum durchlaufen zu können, damit man vielleicht mal irgendwann ein Konsulat oder sowas bekommt. Ne? Der Varus, er wird schon geahnt haben, worauf er sich einlässt, aber eben sehr oberflächlich. Denn wenn der Varus die genaueren Dynamiken gekannt hätte, die da mitwirken, wenn er sich um dieses Amt bewirbt, dann hätte er diese militärische Katastrophe wahrscheinlich besser absehen können. Offenbar hat auch Varus eine Entscheidung getroffen, ohne wichtige Parameter zu kennen. Also ohne wichtige Parameter, ich meine, ne, klar, das ist jetzt billig, ne? Aber offenbar, und das zeigt eigentlich dieses Unverständnis der Römer ganz gut, offenbar hat er vielleicht in Germanien eine Herausforderung gesucht, die er vollkommen falsch eingeschätzt hat. Und die er viel besser hätte einschätzen können, wenn er gewusst hätte, welche Dynamiken stecken in diesen Stammesbeziehungen. Welche Koalitionen spielen da eine Rolle? Warum greift so jemand wie der Arminius ja dann auch danach, warum sucht er die Auseinandersetzung gerade mit Marbot? Denn Marbot ist der fortschrittliche König. Das ist der mit dem großen Ansehen. Das ist der, der auch eine legendäre Herkunft für seinen eigenen Stamm reklamiert. Da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Auch das, also das Prestige liegt ja auch ganz stark in der Herkunft begründet. Ne? Wie man das eben nach außen trägt. Man braucht diesen Traditionsträger. Man braucht eine kultische Verbindung zu einem althergebrachten Stamm, zu einer, oder sagen wir mal, zu einem altbekannten Stamm. Es gibt übrigens noch eine andere Interpretation für diesen, bevor wir gleich nochmal auf die Auseinandersetzung mit dem Marbot und so eingehen, es gibt noch einen ganz interessanten Ansatzpunkt bei den Gründen für den Aufstand der Cherusker, sei nochmal ganz kurz angesprochen. Man fühlte sich benachteiligt vielleicht gegenüber anderen Stammesverbänden oder die Sippen innerhalb dieser Stammesverbände fühlten sich benachteiligt gegenüber anderen. Der Sold könnte zu gering gewesen sein, die Bedingungen in der Armee zu schlecht, die Aushebungsmethoden vielleicht zu brutal und die Dienstverpflichtungen zu hart und rücksichtslos. Es gab auch eine ganz interessante Andeutung, es könne ja möglich gewesen sein, dass der Arminius eigentlich geplant hatte, eine Revolte gegen die römische Legion anzuzetteln, um gewissermaßen seiner Hilfstruppe bessere, in Anführungszeichen, Tarifverträge zu sichern und dass dieser Konflikt dann halt nachher eskaliert ist. Also das könnte auch noch eine Möglichkeit gewesen sein. Das ist aber natürlich jetzt höchst spekulativ. Warum kommt man auf diese Idee? Bei dem Bataveraufstand ist das ähnlich. Ne? Also auch da gibt es ja eine Revolte der Hilfstruppen und da könnte vielleicht auch bei Arminius so ein ähnliches Motiv mitgeklungen haben. Nichtsdestotrotz, an dem Ehrmotiv wird insgesamt wohl nicht zu rütteln sein, denn er sucht ja eben auch gerade die Auseinandersetzung mit dem prestigeträchtigen Marbot. Arminius wird selbst nach einem Königstitel gestrebt haben und diesen Königstitel konnte man sich dadurch verdienen, dass man einen anderen bekannten König besiegte oder zumindest ihn dazu zwingen konnte, dass er den eigenen Königstitel anerkennt. Dass Arminius es wohl auf eine Art Königstitel anlegte, könnte man versuchen, auch daran festzumachen, dass er ja ein hochrangiges Mitglied des Kriegsrates war und auch in den Auseinandersetzungen gegen die Römer immer wieder versucht hat, eine eigene Taktik oder eine eigene Strategie zu entwickeln, die aber von seinen Verwandten, die auch dem Kriegsrat angehörten, eben nicht unbedingt erhört wurden oder die man nicht unbedingt berücksichtigte.
Wenn er jetzt einen Königstitel eben erworben hätte, dann hätte er ein viel höheres Gewicht gehabt in solchen Auseinandersetzungen oder in solchen stammesinternen Streitereien oder im Falle eines solchen Kriegsrates wahrscheinlich, dass er ihn eben auch selbst einberufen hätte oder hätte einberufen können. Und es gibt also durchaus Hinweise darauf, dass er in diesem Kriegsrat nicht die gleiche Geltung erfahren hat, die ihm aus seiner Sicht vielleicht eigentlich zustand. Es war also naheliegend, auch eine militärische Auseinandersetzung zu suchen, um allen anderen zu demonstrieren, dass man eben doch recht hat mit seinen Ratschlägen und dass die anderen erkennen, oh ja, der Arminius, ne, das ist eigentlich ein sehr, sehr fähiger Mann. Das Anerkennen durch die Römer jetzt zum Beispiel zu Zeiten des Tiberius oder so, das reichte hier nicht aus, denn wir wissen ja, dass die prorömischen und antirömischen Fraktionen ja auch wechselten und Anerkennung, ne, durch Dienste im römischen Heer waren hier nicht geeignet, um den eigenen Status eben aufzuwerten. Die technischen Details zu den Auseinandersetzungen mit den Markomannen, die übergehe ich jetzt an der Stelle. Man kann vielleicht sagen, dass die direkte Konfrontation mit Marbot nicht die erhoffte Entscheidung brachte, die Arminius vielleicht gesucht hatte. Was wesentlich entscheidender war, war eine Intrige der Römer, die nachher dazu führte, dass Marbot Asyl suchen musste und Arminius also kurz davor stand, seinen Königstitel zu erwerben. Und offenbar hat er aber auch da dann seine eigene Verwandtschaft falsch eingeschätzt, denn die ganzen oder sagen wir mal, die ganzen Stammesräte oder Stammesfunktionäre in Anführungszeichen im Umfeld des Arminius waren nicht damit einverstanden, dass er einen Königstitel anstrebte, erkannten das wohl und wollten das schon versuchen, direkt dann zu verhindern. Und das führte dann eben dazu, dass die Verwandten sich nachher gegen den Arminius stellten und diesen dann nachher eben bei einer Stammesfehde dann umbrachten. Es ist schade, dass wir über diese Auseinandersetzungen nicht genauer Bescheid wissen und dass wir keinen historischen Einblick mehr durch die römische Ethnographie in diese Ränkelspiele der germanischen Führungselite haben. Es wäre sehr interessant, das rekonstruieren zu können. Aber was will man erwarten von einem Verständnis von einer Provinz Germania und der darin lebenden Bevölkerung, die damals vollkommen anders wahrgenommen wurde und bestenfalls auf den Wachstäfelchen der römischen Administration existierte. Dass der Arminius nachher als ein Befreier Germaniens gilt, das ist ja die Erzählung, die auch hier in diesen Videospielen immer wieder transportiert wird. Das ist etwas, was wir Tacitus zu verdanken haben, der tatsächlich ein tacitäisches Germanienbild eben schafft, nach seinen eigenen Vorstellungen. Für Tacitus bildet Germanien tatsächlich, aber Tacitus ist deutlich später, ne? Für Tacitus bildet Germanien eine Einheit und für Tacitus bildet auch die germanische Bevölkerung eine Einheit. Und indem Arminius auch bei anderen Völkern bekannt wird und Arminius einer der wenigen germanischen Fürsten, Schrägstrich Könige, ist er wirklich König geworden, wirklich, ne, der über längere Zeit bekannt wurde, über den angeblich längere Zeit noch der angeblich noch über längere Zeit besungen wurde. Insofern verdient er eben eine herausragende Beachtung, weil wir das nicht von anderen kennen oder nur von ganz wenigen anderen kennen und nicht unbedingt aus dieser Zeit. Jetzt sagt ihr korrekterweise, ja, der Tacitus, er ist ja nicht derjenige, der den Arminius zum Befreier Germaniens erhebt. Das ist auch vollkommen richtig. Also der Tacitus selbst, der sieht ja den Germanicus als den Befreier Germaniens. Und warum sieht er den? Weil der Germanicus, er schont Menschenleben und Material und er zieht sich zurück und er setzt auf eine
Also er möchte die Grenze nicht weiter vorrücken, er setzt eher auf einen Frieden. Und deswegen bekommt er auch aus der Einschätzung des Tacitus, das ist ganz wichtig, ne? Der Tacitus schätzt ja auch die Leistungen der vorangegangenen Römer eben ein. Deswegen bekommt er aus Tacitus Ansicht oder Sicht korrekterweise einen Triumph zugesprochen und kann sich dann deswegen auch, weil Tacitus eben Germanien und dessen Bevölkerung als eine Einheit denkt, als Befreier Germaniens, ne, also aus römischer Sicht eben, porträtieren. Aber diese Vorstellung kann eben auch übertragen werden auf den Arminius später, sodass über diesen Arminius später auch Lieder gesungen werden, als sei er ein Befreier Germaniens. Und wenn Tacitus über den Arminius spricht, dann tut er das auch, um die Römer zu warnen, denn der Cheruskerfürst, und jetzt Zitat, hat das römische Volk nicht wie andere Könige und Heerführer in seinen schwachen Ursprüngen herausgefordert, sondern als dessen Reich den Höhepunkt seiner Macht erreicht hatte. In Schlachten war er nicht immer erfolgreich, im Kriege blieb er unbesiegt. Annalen 2,88, da steht das zum Nachlesen, falls euch das interessiert. Oder ihr könnt bei Herwig Wolfram, die Germanen, das auch auf den Seiten 46, 47 nachlesen. Sehr interessant auf jeden Fall. Tja, und diese Germania Magna ist ja eigentlich, na, das ist eine Kunstschöpfung, die uns die antiken Ethnographen hinterlassen haben. Genauso wie die Germania Inferior, übrigens hier als Germania Minor bezeichnet, ne? Aber Germania Inferior ungefähr hier, ja? Die Belgica eigentlich ein bisschen größer, ungefähr so, ne? Und die Germania Superior, also hier ungefähr, ne? Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, ne? Bis dahin, macht's gut, Pax Vobiscum und Valete.